Ich traf sie irgendwo allein im Damenklo. Anita. Die Kanzler. Eisdealer war voller Sonntagsfahrer. Oh ja, er zieht eine Fresse. Komm, Alter, ich fahre hier 43, grinse ich fälligst, genau, so. Flammkuchen oder sowas, sau teuer irgendwie. Da kriegst du so dünne Lappen hingefeuert. Wohlstand erneuern, du hast uns doch ruiniert. So, jetzt fahren wir die Straße runter und es ist links. Ich verstehe das nicht. Wie geht denn sowas? Was mir bei den Tukes nicht gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Auspuff. Meine Damen, bitte aussteigen. Es ist ein Fußgängerüberweg. Baby, yeah, yeah. Alter, nee, ich dreh halt durch! Du einfach mal nicht weißt, ob du fahren sollst oder nicht, setz dich einfach drauf und dann wird's schon, passt das schon, das wird schon geil. So, Heimreise. Naja, machen wir das Beste draus. Die Freude an der Kurve. Oh, heute ist wieder Matze Spinnertag angesagt. Aber warum nicht? Ich bin alt und ich brauche das Geld. Was ist denn hier los, Junge? Ich schlafe gleich ein! Oh, unten steht ein Bike. Oh, sieht doch geil aus, brachial. 12.222 Kilometer exakt. Exacto Mundo. Dieser Sonntagsfahrer. Sonntagsfahrer überall. Mann, ihr fahrt doch schon 20. Warum bremst ihr noch? Alter. Hör doch auf, Junge, 27. Wollt ihr mich verscheißern? Hier ist doch keine 30er-Zone, hier ist normal 50. Na, das sind diese Sonntagsfahrer. Sonntagsfahrer, überall. Die ganze Eisdealer war voller Sonntagsfahrer. So. Oh, wir fahren 37, Alter. Da bleibt dir das Herz stehen. Alter, Menschenskind, Junge, was macht ihr hier? Bürger an die Macht. Oh, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes für mein Baby.
an. So ein Gezottel kann sich keiner reinziehen, Junge. 50 kannst du wenigstens fahren, Alter. Das ist ja nicht zu viel verlangt. Es gibt eine Höchstgeschwindigkeit, es gibt auch eine Mindestgeschwindigkeit. Was die machen, ist doch Verkehrsbehinderung, Alter. Und dann sitzen sie drin und regen sich, oh, guck dir den Biker an. Alter Junge, wenn dir hinten das Herz stehen bleibt, wenn du nachher fährst, stundenlang, bei 37, 40 km/h, Alter, wo 50, wo du 50 fahren darfst. Junge, hör auf, was fährt denn da jetzt bei 30, in der 30er-Zone, fährt er 10 oder was? So, und dann kann ich hier das Tempo angeben, so dass die Maschine halbwegs rund läuft. So, das waren bestimmt, ich habe gar nicht aufs Nummernschild geguckt, aber es waren bestimmt Naumbohrer, die mal 5 Kilometer nach Bad Kösen gefahren sind. Da sind die früh um 10 los, damit sie 15 Uhr zum Kaffee dort sind. Ja, und jetzt fahren sie wieder zurück und freuen sich, ey, gleich Abendbrotszeit. Oh, hier, wie es strampelt. Schmeckt wie selbstgemacht. Pizzateig. American Style von Hänglein. Es hat ein bisschen komisch gezuckt. Ich dachte, es geht los, Junge, es geht los. Gucken wir uns mal etwas um in dieser schönen Stadt. Der vorhin mit seiner Duke, wo ich gesagt habe, was ich als erstes ändern würde an der Duke, wäre der Auspuff. Der ist ja rechts rangefahren, wahrscheinlich, weil er irgendwie Angst hatte, ich will hier an ihm gnadenlos vorbeiziehen oder so. Da kam dann aber auch noch. Da kam dann auch noch ins Roboter-Café. So ungefähr 10 Minuten später. Ich glaube, der war noch ziemlich neu auf der Maschine. Bling, 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 bling. Quickshifter funktioniert einwandfrei. Quickshifter nennt sich Matze und hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.
Nein, so warte doch. Habt ihr das gehört? Die hat sich umgedreht. Ich weiß ja nicht, ob man das hört, ja, wenn ich hier so unterm Helm. Ich muss ja auch ein bisschen lauter sprechen, damit ich Wind- und Fahrgeräusche übertünche. Ich weiß nicht, ob die das dann immer hören oder so. Und die hat gerade zu mir geguckt. Ich dachte, es kam noch mal eine Kurve. Sonntagsfahrer, Matze. Sonntagsfahrer. Ja, ich weiß. Oh, hier eine Gang. Sosa Sonntagsfahrer sind wieder am Start. Sonntags sind die Sonntagsfahrer am Start. Fahret dahin. Ey, was hat denn er für Reifen drauf, Alter? Die sind ja dünner als mein Vorderrad. Hält nur mit Spucker. Jetzt echt mal, ohne Witz, Alter, was sind das für dünne Räder? Da muss doch in der Straßenbahn hinfahren. Empfangskomitee, das war doch nicht nötig. Das war doch nicht nötig. Aber ein paar Blumen hätte ich trotzdem gern noch gehabt. Matze, was denn? Sonntagsfahrer. Ja, beruhige dich, ich sehe es.
Matze, Matze, was denn jetzt schon wieder? Sonntagsfahrer, Sonntagsfahrer. Ja doch, ich sehe sie doch. Mit der Mutter einen Ausflug gemacht im Wald. Oh, da lag ein Igel tot. Oh nee. Och Mann. Glockenstadt, Fliegerstadt, Winzerstadt, Allesstadt, Junge. Laura ist eine Allesstadt. Ja, wieder eine der schönsten Straßen des Landes. Holper, 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 holper. Zack, 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 zack. Und es ist. Oh, aua, 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 gar nicht. Aua, jetzt, nein, hör auf. Scheiße. Scheiße, scheiße. Ich finde, es hat schon mal so mit den Weinbergen und so die kleinen Häuschen dazwischen. Sieht schon cool aus irgendwie. Finde ich schon. Ich weiß wieder nicht, wo diese Kurve ist, die dann zumacht hier schlagartig. Ah ne, hier ist es noch nicht. Das war ja eine Rechtskurve. Ich glaube, jetzt kommt sie. Ja, hier macht sie Knick. Weich und rund, weich und rund, Junge. Ups.
könnte in Barmstedt noch beim Dönermann eine kleine Packung Pommes essen. Kleine Packung Pommes. Bitte. Das werde ich auch tun. Oh hier, er zieht eine Fresse. Komm Alter, ich fahre hier 43, grinse fälligst, genau, so. Sonst klatsche ich dir eh nicht. So, hier irgendwo ging es zum Dönermann. Döner hier, oder? Ach, hier vorne. So.